Morgen. Heute ist ein wichtiger Tag für die Teilnehmer. Nachdem jeder die Nacht überstanden hat, dürfen sie die Karte öffnen und schauen, ob sie sich in ihrem Korridor befinden oder ob sie noch Strecke bis zum Korridoreingang zurücklegen müssen. Hier stehen die Rucksäcke bereit. 6.05 Uhr, wir sind jetzt abmarschbereit. Und jetzt die Karte, Weber, ne? Der Moment der Wahrheit. Ah, da ist ja der Korridor, der schöne Korridor. Nein, Weber, direkt vom Korridor, gell? Staufen, Kopf, da sind wir. Und da ist der Korridor. Genau vom Korridor? Ja, wir sind genau. Genau wie ich es gesagt habe, Weber. Okay, Weber, wir doch was im Orientierungspreis, oder? Hey, wir brauchen ja nur das obere Teil da, Weber, gell? Der Korridor und so. Gut, auch müssen hier. Oh nee, unsere Retour. Hä, wir haben mehr wie 20 Kilometer gelaufen. Ja, aber nicht viel. Wir sind vielleicht gerade hier, weißt du? Geil. Geil! Ja! Wir haben ziemlich beschissen geschlafen. Aber so ist es halt. So, guten Morgen, Welt. Jetzt sind wir ein wenig wach. Mal gerade ein Frühstück. Es gibt eine heiße Tasse Tomatensuppe. Wenn ihr die probiert hättet. Und zwar, hier ist der Plan. Hier sind wir gestartet gestern. Und dann haben wir gedacht, wir sind jetzt irgendwo in diesem Bereich. Höchstens von der Strecke, von der Distanz. Wir haben es tatsächlich geschafft. Ich habe keine Ahnung wie. Ich habe keine Ahnung warum. Aber schlussendlich haben wir dann rausgefunden, dass wir hier in der Region Schabach sind. Was ich schon sehr erstaunlich fand, okay? Dann habe ich gedacht, okay, Schabach ist ja ziemlich groß, Bad Rippoldsau, etc. Und dann war ich vorne an der Straße, habe nach Schildern geguckt. Und der einzige Punkt, der jetzt mal möglich ist, hier von der Distanz, ist der hier. Und da haben wir übernachtet. Das heißt, wir haben fast schon, bis auf ein paar wenige Meter, wirklich paar wenige Meter, auf der Ideallinie übernachtet. Das ist gar nicht so schlecht. Ja, Leute. Wie man sieht, heute Morgen regnet es, leider, aber gut. Wir sind gut drauf, wir haben echt gut gepennt. Oh ja. Wir haben ein bisschen länger gepennt, wie eigentlich gedacht. Aber so, war's geil. Wir sind einigermaßen fit. Und wir gepennt haben. Bis um 7. Und das Beste ist, wir haben die Karte gerade ausgepackt und Freudenstadt liegt direkt in unserem Korridor. Das heißt, wir haben es echt geschafft und haben hier die Route perfekt hingekriegt fast. Also wir sind stolz auf uns. Also, mein das Gott. Fürs erste Mal, denke mal, haben wir es nicht schlecht gemacht. Ja. Jetzt müssen wir heute nur noch gucken, wie wir durch den Regen kommen. Ne? Genau. Aber wir haben jetzt auch schon geguckt und es wird jetzt, glaube ich, knackig, die Tour, gerade nach Freudenstadt. Oh ja. Das sieht übel aus. Sagen wir es mal so. 5.30 Uhr morgens und richtig schönes Wetter. Moin. Komm fit. 5.41 Uhr, wir sind wach. Frühstücken schön und dann geht's weiter. Der Steinboden war ein bisschen hart, aber was willst du machen? Es ist jetzt 5.30 Uhr. Wie ist die Lage, Meister? Gut klar, wa? Super. Nee, ja, absolut nicht. Ich weiß nicht, ob man das hört, aber hier aus dem Rucksack. Klingelt gerade der Wecker. Von meinem Handy. Deinem scheiß eingeschweißten Handy. Alles. Perfekt. Scheiße. Hört man das? Mach jetzt. Scheiße. Morgen von Camp 8. Moin. Wir hatten unseren schönen Spaß mit Schnaken. Die haben sich jeden Platz ausgesucht, den sie nur finden konnten im Gesicht. Man hat jedes Loch irgendwo haben die ausgenutzt. Man versucht, den Biwaksack zuzuziehen oder was auch immer. Alles haben die ausgenutzt. Selbst durch den Biwaksack. Die ganze Zeit. Wir haben jetzt unsere Karte ausgepackt, festgestellt, wo wir sind. Leider, leider noch etwas Weg übrig. Mehr als wir gedacht haben. So, also wir haben die Karte. Wir sind am Ruhestein, hier, da haben wir unser Camper aufgebaut. Das heißt, um in den Korridor zu kommen, müssten wir jetzt hier entlang laufen. Allerdings bei dem Regen
suchen wir, dass wir es jetzt einfach nur irgendwie schaffen. Und wäre stattdessen nach Allerheilige laufen und dann direkt nach Oppenau. Und dann über den Löcherberg. Vielleicht versuchen wir dann irgendwo hier in den Korridor zu kommen, aber jetzt querfällt ein, ist kein Spaß bei dem Regen. Genau. So, nächste Hürde, der Bach da unten. Der Berg, Marco, der Berg, nicht der Bach. Ja, der Berg auch, der geht ziemlich weit. So, Tag 2, Bett schon nass. Wie fühlst du dich, Philipp? Alles nass halt. Alter, schau mal, wie es aussieht, Digga. Marschieren. Ich bin hier gerade unterwegs und habe ein Messer gefunden auf dem Boden. Sag mal, taugt es oder? Ja, kann ich vergessen, oder? Sollen wir es trotzdem mitnehmen? Scharf ist es. Ah ja, nimm es mit. Wenn nicht. Ein Fundstück, wenn nicht Erinnerung. Rahmen wir es uns ein, wenn wir Erster werden. Nicht genau. Ist diese Richtung. Ja. Wir bleiben hier da auf dem Weg. Das ist quasi dieser Weg, da kommen wir her jetzt. Ja. Okay. Also komm, wir müssen machen. So, die Reise geht weiter. Wir verabschieden uns von wie ist die Hütte nochmal nur? Lenzenhütte. Von der Lenzenhütte. War sehr bequem hier zu schlafen. Und unser nächstes Ziel ist jetzt, wie gesagt, der Berg da oben. Und wir liegen sehr gut auf dem Korridor. Und im Zeitplan. Genau. Also, wir halten auf euch auf dem Laufenden. Bis dann. So, also wir sind jetzt hier irgendwo angekommen, wir sind ein bisschen vom Weg abgekommen und jetzt sehen wir nicht ganz so wirklich, wo wir lang müssen, wo wir lang können. Ob es hier irgendwo einen Weg gibt oder nicht, müssen wir jetzt halt mal schauen. So, wir haben gerade kurze Pause gemacht, nochmal geschaut, wo wir genau sind. Im Moment sind wir auf dem Weiherplatz. Das ist hier in der Nähe ungefähr. Also jetzt passiert, Luki. Platzregel. Du machst nichts. Oh. Kurz Ponchos rausgeholt, dass es noch einigermaßen trocken wird. Oh. Und bei mir ist komplett alles durch die Nester in die Jagd. Auf jeden Fall nicht wasserdicht. Wird man sehr, sehr gut auskennen mit der Karte. Haben wir die falschen Weg genommen. Jetzt haben wir gemerkt, der Weg geht den Berg runter. Eigentlich müssen wir über den Berg. Jetzt dürfen wir wieder 2 Kilometer zurücklaufen und dann nochmal den Stich hoch. Ja, die Beschwerde wäre mehr. Es wird anstrengender. Lukas hat übrigens eine kurze Hose gezogen. Und zeigt wie Sau. Ja, wir hatten uns verlaufen, wir hätten eigentlich hier rum müsste. Und dann war da runter. Ja, war jetzt fast ein Ottehöfe. Janik, wollen wir noch ins Panoramabad schauen? Auf jeden Fall. Das wär's jetzt. Völlig am Ende am Elbbach, Seeblick. Keine Ahnung, wie wir noch die nächsten 20 Kilometer schaffen sollen, aber wird schon. So, wir sind jetzt im schönen Nordrach angekommen. Und Janik, Urlaubsfeeling ist da. Ja. Wir haben Blick in die Karte auch geworfen. Ah, ist ja richtig herrlich hier. Seerosen überall. Wir haben einen Blick drauf geworfen. Das Problem ist, ein Gletschersee ist oft eine Sackgasse. Ist hier auch so. Wir haben rundherum wirklich einen ganzen Kreis voll mit der Höhe. Auf der Karte ist es leider so, dass wir jetzt theoretisch hier in U außen rumlaufen müssten. Und wieder, obwohl wir gerade erst hier reingelaufen sind,
zwei Kilometer zurück, wieder zwei Kilometer vor, wird uns gewisse Zeit halt kosten. Wasser. Wir holen uns Wasser, weil es hier tröpfelt. Und jetzt. Da unten waren wir vorhin. Gönnt euch diesen Anblick. Dass wir ursprünglich eigentlich hier entlang wollten, über den 3-4-Stein. Aber man sieht hier vor uns, wir kommen hier leider nicht durch. Und das ganze Gebiet hat überall diese Absperrung. Weiter geht's. Hey, ist der Schwarzwald nicht schön. So Freunde, ich bin wieder am Arsch. Da war der Weg, ging bis jetzt querfeld. Alter Forstweg, Erntemaschinen, keine Ahnung. Und jetzt kommt's. Genau so wie gestern. Ich gehe halt einmal durch, bin ich wieder klatschnass. Meine Route. Das Schild. Habe ich jetzt schon öfters gesehen. Die Frage ist, ich bin vorhin vom Wanderweg weg, bin querfeldein und bin vom Wanderweg wiedergekommen und da stand ein Schild, ja, genauso wie das da. Darf ich jetzt rein oder lasse ich es sein? So, ich wurde geblitzt. Und am nächsten Morgen dann, nachdem man die Karte öffnen durfte, kam das böse Erwachen bei mir. Ich bin komplett vom Kurs abgedriftet und musste erstmal 17 Kilometer wieder rückwärts in meinen Korridor laufen. So, der einzigste Weg hier über den Bachfluss ist wahrscheinlich hier über den Baum. Da muss ich wohl durch. Da angekommen, kurze Pause. Dann habe ich mir gedacht, ich beiß mich durch. Ich versuche noch die 5 Kilometer zu schaffen. Hab auch gekämpft, nur irgendwann lassen einfach die Kräfte nach und dann musste ich leider Gottes aufgeben. Habe sie noch vergessen hier das Holz wegzumachen. Marco! Ja, komm jetzt hierher und laber mich nicht voll mit einem scheiß Holz immer! Ja, ich komm. Marco ist ein bisschen aggressiv. Na ja, guck dir das auch mal an da! Echt, schneid die Kamera aus, Mann! Alles nass! Ist echt eklig darunter. Allein jetzt gleich die Kamera abmachen, ich komme hoch. Mit was kommst? Zeig mal deinen Stock. Aber ja, mit dem poliere ich dich gleich, komm jetzt. Der war schon länger, oder? Und wo ist die, ja, da ist mal abgebrochen. Wo ist die Spitze, wo dran war? Vorhin halt im Gehege verloren, im Kampf. Im Gehege? In der Wildnis. Im Gehege? Nein, halt. Komm jetzt! Ja, wo ist dein Hindernis jetzt? Also ich komme da hinten auch nicht durch. So, Leg. Warte mal. Oh. Fuck, hey, echt. Ist alles zu, oder was? Nee. Er kommt zurück. Komm mal her, nee. Nee, ich laufe jetzt da nicht runter, wenn es durchgeht. So, das war die Kampfspur von gerade eben. Gesicht irgendwas. Ja, geht eigentlich gern. Wie siehst du aus? Wie immer gut halt, hä? Total. Es wird halt ganz ekelhaft. Es sieht auf dem Video als voll easy aus, aber in echt. Jetzt gibt's gerade Essen. Oh, warte. Lecker Asianudeln. Es wird noch. Geiler Scheiß. Das hebt natürlich dann auch immer die Stimmung. Mal gucken, wie viele Berge, weil wir sehen jetzt immer mehr Berge. Also jetzt wird es uns langsam ein bisschen, ja, Angst und Bange. Oh, Nudeln. Die Reste roh. Ja. So, Fußinspektion. Jeder hat Blase. Ich hatte eine Blase, die über den ganzen kleinen Zeh ging. Wir sind jetzt kurz vor dem Löcherberg. Der letzte Anstieg, bevor wir es heute Abend dann hoffentlich noch zurückschaffen.
Ist auf jeden Fall nach wie vor der Plan. Verbände wäre hier gerade gewechselt für die letzte Etappe. Und dann sieht man sich hoffentlich in ein paar Stunden. Ich weiß nicht, ob man es erkennt aus der Ferne, aber der Mann hat gar keinen Bock mehr. Er sieht es auch gar nicht mehr ein. Aber jetzt sind durch. Der See, wie ist die Lage? Ja, nein? 10. Wie viel? 10. Ja. Sehr geil. Das ist so kloge. Und der Anstieg auch echt richtig zäh. Aber das Schlimmste schon der ganze Tag. Was ist das? Und jetzt muss ich alle 10 Minuten durch diese rote Hülle, wo es versiegelt ist, drin. Irgendwie dieses Handy ausdrücken. Heimkommen brauche ich erstmal einen neuen Klingelton. Es ist total dampfig. Es hat heute Morgen schon mehrfach geregnet. Jetzt ist es wieder richtig warm und schwül. Wir sind ständig am Klammer runter, Klammer wieder an. Frank müde, Frank schlafen. Frank ist ein bisschen am Arsch, aber wie gesagt, da geht es echt Sackerschnupf und der Planet brennt ohne Ende. So, heute führt mich mein Weg Richtung Brandekopf. Juhu! Ich glaube, der Aufstieg hätte ich mir sparen können. Da bin ich wohl ein bisschen zu weit. Jetzt kann ich gerade wieder runtergehen. So, jetzt hat endlich mal der Regen aufgehört. Sind schon ganz auf Fetzen vorangekommen. Gerade kurze Pause gemacht auf dem Parkplatz. Genau, sind jetzt auf einem Weg, den ich der Karte leider nicht zuordnen kann. Aber die Richtung einigermaßen stimmt. Jetzt nicht mehr. Jetzt geht es in die andere Richtung. Also, Plan B. Würfelt ein. Oder ist ein Mensch? Das muss, aber nur wenn es muss. Also, machen wir. So, jetzt haben wir rausgefunden, wo wir sind. Und wir sind komplett falsch gelaufen. Und müssen jetzt wieder zurückkommen. Das war natürlich kacke und das war auch der Grund, warum ich die Strecke nicht mehr gefunden habe, weil das irgendeine Strecke war, die, ja, mit der ich nicht gerechnet habe, beziehungsweise ja, war halt kacke. Genau, jetzt bin ich mal gespannt, ob wenn wir jetzt unten ankommen, ob wir dann wieder richtig sind. Ich hoffe es mal schwer. Oh Leute, also, Verletzung ist schon wieder besser. Aber mir tun die Füße weh. Echt? Ich weiß gar nicht. Brutal anstrengend. Hier ist so ganz rot und geschwollen. Zwischen den Steinen gekommen bin oder so. Ich weiß es nicht mehr. Spitzweger ich zu drücken, bis es ein wenig so feucht ist. Und dann auf Wunden legen. Ich lege es mir jetzt auf die Schulter. Ich habe durch den Rucksack ein bisschen Schmerzen. Also, so sieht das jetzt dann aus. Das eine Knäuel und dann habe ich noch mal ein paar Blätter drüber gelegt. Auf der anderen Seite natürlich auch, da ist schon das T-Shirt drauf. Und jetzt versuche ich den Rucksack wieder aufzuziehen, ohne dass es arg verrutscht. Und hoffe, dass es ein bisschen besser wird. Weiter geht's. Jetzt ja gerade mal eine Pause. Marco zeigt jetzt gleich mal, wie nass unsere Füße sind. Zeig mal Sorge. Ja. Also richtig, richtig nass, ja. Jetzt tun wir mal was trinken, was essen. Sind jetzt da steil hochgelaufen und mal die andere Socke anziehen. Wasser ist leer. Philipp füllt gerade den Bach auf. Machen wir es drunter durch, oder? Probier's. Ja, gut.
besser geht's da hoch. Alla. Tust du mir, wenn ich durch bin, den Stock gerade so durchwerfen? Ja, kann ich machen. Also. Oh, voll eklig. Geht es um Rucksack? Ja, ich gehe ganz auf den Boden. Jetzt komm hinterher, mach Kamera ab. Ich geh schon durch, oder? Nee. Nicht? Nee. Warum? Voll eklig halt! Ja wie? Warum gehst du so durch? Ich fühl mich eh nicht mehr, oder? Da? Ich geh da hoch. Ich bin ein Kämpfer. Oh. Oh Mann, Marco, ich kann nicht mehr. Oh! Sick. Zeig mal Bizeps. Das sieht, mach nochmal, das sieht echt gut aus. Komm, wir müssen da hoch jetzt. Ich jetzt zurück. Wir sind jetzt endlich oben auf dem Löcherberg. Das Häusle. Immer lang, oder? 2 Stunden noch. Mittagspause, Essen ist fertig. Und wo steht denn noch Drach? So, jetzt bin ich schon. Sicher 1 Kilometer. Mit 2 Rucksäcken unterwegs. Da ist mein Freund. Hier. Da kann der ein bisschen die Hüfte entlasten. Der arme Journalist sich mal ein wenig entlasten kann. Genau, weil soweit haben wir es nicht mehr. Es geht kontinuierlich bergab. Nachher dann wieder kontinuierlich bergauf, hoffe ich. Nur nicht so steil. Und dann haben wir es auch bald geschafft. Also 3-4 Stunden. Vielleicht sogar schneller. So, mein Schuh ist voller Wasser. Wir sind gerade, ich glaube sicher 1 Stunde querfeldein von dem Berg da oben. Das sieht jetzt vielleicht nicht hoch aus, aber es ist ein riesen Fick nach unten gelaufen. Da freut sich einer mit kaputten Füßen. Und jetzt, so wie es aussieht, sind wir auf der letzten Straße. Es kann immer weit sein. Also, sind gleich da. So, willkommen auf der Haag. Die schönste Alm im mittleren Schwarzwald. Wir sind jetzt doch ein bisschen früher angekommen als ursprünglich gedacht. Eigentlich haben wir gedacht, wir schlafen unten in den Stuhl, machen eine Plane drüber. Aber da wir jetzt so früh da sind, werden wir wohl noch ein Stück weiterlaufen. Ich warte gerade noch kurz auf den Frank. Wir haben jetzt wieder ein bisschen Aufwind gekriegt. Eigentlich waren wir unterwegs von Oberwolfach über die Haag, wollte in Holderspach im Wald unser Nachtlager aufschlagen. Und davor waren wir ein bisschen schmerzgeplagt. Und jetzt sind komischerweise die Schmerzen wie weggefegt. Und wir haben noch 3,5 Stunden Zeit. Und jetzt haben wir eigentlich ein bisschen Chance gewittert. Noch heute im Lauf des Abends, also sprich bis 21 Uhr. Nordrach, sprich das Basislager, zu erreichen. Und wegen dem legen wir jetzt die Zahlen zu und geben alles. Da kochen wir jetzt ein bisschen Wasser auf und ja, dann geht die Post wieder ab. Also wir sind jetzt so langsam richtig fertig. Vor allem auch die Hitze, ist halt mega heiß. Wir sind jetzt hier in dem Tal und wir sind jetzt alles von ganz unten komplett hochgelaufen. Habe jetzt auch keine Ahnung, ob wir genau im Korridor sind. Aber das kannst du halt hier nicht querfeldein hochlaufen. Das ist nicht möglich. Haben wir jetzt hier einen Weg gefunden. Und der führt uns jetzt hoch übers Tal drüber. Jetzt hoffen wir halt, dass wir im Korridor drinnen bleiben. Und dann mal schauen, da müssen wir wahrscheinlich wieder querfeldein runter.
Wir sind jetzt aber tatsächlich nicht mehr weit entfernt vom Ziel. Das mal schätze, vielleicht sind es 7 Kilometer Luftlinie, das ist echt nicht mehr weit. Das wäre halt schon wahnsinnig, wenn man das jetzt noch packen würde. Aber kein Stress. Gerade Querfeld ein, aber es gab keine andere Lösung. Der Rest wäre alles außerhalb wahrscheinlich vom Korridor gewesen. Hoffen wir mal, dass es mal noch ein paar bessere Wege gibt. Also wir sind jetzt in Breiteberg. Wir sind jetzt circa noch, laut unserer Karte sind es noch circa 8 Kilometer Luftlinie nach Nordbach zum Zielpunkt. Und ich denke mal fast, wir werden das heute noch. So, also wir sind jetzt am Löcherberg hier angekommen. Hinter dem Berg da oben müsste Nordrach sein, das Ziel. Ich denke mal, das müssen wir so in 2 Stunden erreichen und dann haben wir das Ziel quasi um den Tag überboten. Das wäre top. Wir haben uns hier bequem gemacht am Boden. Ja, man könnte es schöner reden, als es ist. Denn wir hören auf. Wir hören auf. Scheiße. Andreas, warum hören wir auf? Gut, Gesundheit geht vor. Die Füße und ein paar andere Stellen, Knie, Gelenke haben an manchen Stellen ein bisschen zu viele Schwierigkeiten, dass wir gesagt haben, wenn wir jetzt an dem Punkt weitermachen, würden die Schäden wahrscheinlich nicht mehr verhältnismäßig sein zu den nächsten Tagen oder sowas. Und deswegen haben wir gesagt, nee, hören wir hier jetzt auf heute. Es reicht und dann ist gut. So, wir haben es durch Obenau geschafft. Wir müssen jetzt erstmal noch Wasser abkochen. Ja, es geht jetzt auf 7 Uhr zu und haben vielleicht noch so 5-6 Kilometer Luftlinie laut Karte. Haben jetzt hier unten einen schneller Weg gefunden, den Dieter gekannt hat. Und quasi noch 2 Stunden. 2 Stunden 15 können wir noch packen. Wird echt spannend. Ja. Sollte noch schaffen. Aber wir schleppen uns auf jeden Fall noch ins Ziel, aber wenn wir später dran sind, einfach so am Limit. Alternative wäre dann halt aufzugeben. Wobei wir das ja quasi tun, indem wir über die Zeit gehen. Und wir wollen einfach noch für uns ins Ziel kommen. Wir waren ja auch nie im Korridor. Von daher haben wir eh keine Chance. Sind wahrscheinlich eh schon disqualifiziert. So, wir kommen der Heimat näher. Wunderschöner Ausblick. So, es geht der Ziellinie entgegen Richtung Heidekirch. Philipp hat leicht Schmerzen. Wo? Wo klemmt's? Fußsohle. Hatte ich auch stark, aber bei mir geht es jetzt gerade wieder aktuell. Nächstes Mal bei Survival Challenge Survival Team! Dann hat und deswegen habe ich mich entschieden, barfuß zu laufen. Schwarz und Feuer. Guckst du dich an. Am Ziel, ja, geht locker, oder?